Ja, guten Tag zusammen. DJ Vincent aus Frankfurt. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist der 17.06.2022. Ich bin in der Mitte von einer Reihe von Wochenenden, insgesamt 5 Stück, wo ich sowohl Freitag als auch Samstag unterwegs bin. Heute bin ich in einer Location in Marburg, wo ich zu meinen Studienzeiten sehr, sehr oft war, in der Dammmühle. Da heiratet eine Freundin von mir aus dem Studium und ich freue mich sehr, dahin zu fahren, weil ich die Location schon so gut kenne. Und es wird heute eine kirchliche Trauung draußen geben. Die unterstütze ich mit 2 kleinen Lautsprechern, mit einem Headset für die Rednerin, kleines Mischpult natürlich. Und dann abends eine geile Party. Morgen geht's dann Richtung Wiesbaden, da bin ich in der Orangerie. Ich hoffe, ich kann von beiden Sachen so ein bisschen was aufnehmen, so ein bisschen was zeigen. Die Technik ist fast identisch. Also ich habe wirklich nicht irgendwie groß mehr oder weniger. Es sind einfach meine altbekannten MA, also es sind einfach meine ganz, es ist im Grunde genommen meine Standardtechnik. 2 10 Zoll Tops, ein 12 Zoll Subwoofer. Von der Anzahl der Gäste sind in beiden Fällen so, ich glaube, zwischen 60 und 70. Also nicht besonders viel. Da braucht man also aus meiner Sicht nicht so was Großes oder mehr als das, was ich jetzt dabei habe. Ganz normal ein paar Flatscheinwerfer, Flatpass, LED, dann ein paar Lichteffekte und natürlich Kabel und Konsorten. Ja, es ist eigentlich eine ganz normale Hochzeit heute und auch morgen. Aber zum einen, es wird brutal heiß werden, sowohl heute als auch morgen. Und ich bin halt wirklich in diesem Run 5 Wochenenden hintereinander, Freitag und Samstag. Das ist schon schlauchend, gar keine Frage. Also ich habe heute Morgen ganz normal gearbeitet in meinem Hauptjob und hatte das Auto schon vorher gepackt. Und jetzt muss ich eigentlich nur noch tanken, losfahren. Und dann, freue ich mich auf wieder mal ein ganz, ganz tolles Wochenende mit euch. Nehmt euch so ein bisschen mit und wir sehen uns im nächsten Clip. Bis dann. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum nächsten Teil dieser wunderschönen Hochzeit. Ich weiß, dass sie wunderschön wird, weil ich bin hier gerade über so einen kleinen Steg gegangen und das ist ja irgendwie der Traum von jedem Brautpaar, über eine kleine Brücke zu gehen. Über 7 Brücken musst du gehen, hat Peter Maffay gesungen. Und ich wollte euch jetzt mal zeigen, bevor hier das Brautpaar und die Gäste kommen, wie das hier aussieht. Also, Location ist die Dammmühle in Marburg. Die Mühle selber ist dahinter. Hier ist so ein ganz, ganz kleiner Bachlauf mit einer Brücke. Und wenn man da hinten, ne, da wo ich jetzt hinzeige, wenn man da durchgeht, dann kommt man in den Innenhof von der Dammmühle und auch hinten raus ist dann noch die Gastwirtschaft. So, das ist sehr nett hier, da so ein Segel gespannt, kann man sich ein bisschen im Schatten hinsetzen. Und hier wird nachher die freie Trauung stattfinden. Das finde ich auch wunderbar. Also ich weiß nicht, ob man das sehen kann, dieses mit etwas verrostete Metallgestell. Das sieht halt aus wie ein Altar oder wie so ein Altarbild. Und hier habe ich mich aufgebaut mit ein bisschen Technik. Ich mache das gleich noch alles schön, keine Frage. 2 Lautsprecher MA-205. Mischpult, wie immer, Allen & Heath Z10FX. Der kleine IMG Stageline Flat M100 Monitor. Ich habe hier für die Traurednerin das Bodypack von T-Bone Free Solo PT823 mit einem Lavalier, mit einem Headset-Mikrofon. Mein Laptop, das Case mit den beiden Funkmikrofonen, da ist nochmal eins auf dem Stativ. Ja. Was ich auch richtig cool finde, sind diese beiden Stühle hier, diese beiden Sessel. Kann man nachher sich in aller Ruhe reinsetzen und ein paar mega coole Fotos machen. Nicht verkehrt, oder? So könnte es eigentlich bleiben. Also noch was zu trinken wäre geil, aber... Ja, schön, ne? Ja, super. Ja. Was machen wir jetzt? Wie spät ist es überhaupt? Kurz nach 3. Ich habe noch ungefähr eine halbe Stunde, bis die Gäste kommen. Ja. Und dann, ich quatsche mit meiner Kamera. Alles gut, alles gut. Das war eine von den Trauzeuginnen. Und ich bringe jetzt schon mal so ein bisschen was in den Innenraum, weil da ist dann praktisch die zweite Station. Da wird dann der Empfang stattfinden und da lege ich natürlich dann auch ein bisschen Musik auf. Ich habe 2 Laptops mit und auch, ich könnte den Controller jetzt schon mitnehmen. Das wäre eine gute Idee. Den D9 MC6000, weil ich baue das so auf, dass ich das gleich einfach nur reinrollen, also in die Location reinrollen muss. Und dann... So,
ja, läuft das alles. Ne? Es ist gar nicht so heiß wie ursprünglich gedacht. Also das ist echt ganz angenehm. Vor allem, weil ich natürlich auch im Schatten sitze. Ist das sehr, sehr angenehm. So, und jetzt baue ich mal den DJ-Tisch auf und dann räumen wir alles ein bisschen darüber. Nochmal einen kleinen Hinweis, wenn ihr den MTS4 als Dolly benutzt, wie ich jetzt gerade hier als Rollwagen, ihr müsst zwischendurch mal die Räder festziehen, also die Schrauben, mit denen die Schrauben, mit denen die Reifen an dem Tisch festgemacht sind, die lockern sich natürlich irgendwann. Liegt einfach ja, an der Erschütterung, an den ganz kleinen, vielen Erschütterungen, die halt so passieren, wenn man irgendwo lang fährt. Das ist ganz normal, das ist auch völlig okay. Das ist nichts Schlimmes. Nur, dass ihr das mal gesehen habt. Und wenn ihr hier als DJ irgendwann mal gebucht seid, hier in der Location, jetzt muss man mal gucken, ich kann da rum, das ist doch gut. Dann würde ich euch empfehlen, wenn ihr eine Hochzeit macht und ihr habt auch die Trauung da, auf jeden Fall eine 50 Meter Kabeltrommel mitnehmen und nochmal ein paar ordentliche Verlängerungskabel, die braucht ihr nämlich wirklich. So, jetzt gucke ich gerade mal, dass ich irgendwie von hinten reinkomme. Wobei, macht gar keinen Sinn, weil wir machen ja erst noch Empfang. Dann können wir das auch vorne machen. Einmal drumherum. Also auf jeden Fall eine 50 Meter Kabeltrommel. Und ihr müsst hier echt fragen nach Strom, das ist nicht so einfach. Ich habe jetzt im Innenhof auch schon ein bisschen aufgebaut, einfach damit ich nachher nicht ganz so viel machen muss. Aber es ist so brüllend heiß auf einmal. Also als wenn, ja, keine Ahnung, als wenn die Sonne nochmal eine Schippe draufgelegt hat. Und darum entspanne ich mich jetzt erstmal. Und gehe nochmal über die Brücke, dahin, wo die Trauung ist. Und ja, harre der Dinge, die da kommen. Freunde der Sonne, ich führe euch mal so ein bisschen durch die Location, wobei ich darauf achten muss, dass ich die Bedienung nicht filme, das wisst ihr schon, das Recht am eigenen Bild. Also, wir sind hier im Stall, ich glaube im Pferdestall heißt es, oder im Stall überhaupt, und das da hinter mir, das ist so die Party Area. Ich habe früher immer hier auf dieser Seite gestanden, wo jetzt der Schrank steht, und jetzt bin ich aber mittlerweile da hinten, relativ einfaches Setup. Das ist noch nicht mein DJ-Tisch, also das, was da steht, das ist einfach nur die Truhe. So. Das ist der Bereich, wo gleich gegessen wird. Und da steht das Buffet. Das ist, glaube ich, ein Anbau oder so. Und da hinten, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, da ist eine Feuerschale. Und ich glaube, von der Feuerschale gibt es auch noch was Leckeres, Geräuchertes. So, richtig schön eingedeckt hier, Stabkerzen, ja, alles was da ist, alles was sein muss, alles was da hingehört. So, dann, wo ist mein DJ-Tisch? Der DJ-Tisch ist im Moment noch draußen und da spiele ich noch die Hintergrundmusik ab. Ja, und dann habe ich hier schon drei Kabel vorbereitet, zweimal XLR für den Master und an dem D9NC6000 gibt es ja einen Booth-Output, also für einen Monitor, und der ist mit großer Klinke und das werde ich nachher benutzen, um eine von den MA205 hier vorne hinzustellen, an das Ende von dem Geschenketisch, und weil dann kann ich kann ich damit ein bisschen Beschallung für den Raum machen, wenn nochmal irgendwie Reden gehalten werden. Dann kann ich die große Anlage ausmachen, also die Frontlautsprecher, und die kleine Anlage oder den kleinen Lautsprecher ein bisschen laufen lassen. Wow.
Licht war ein bisschen scheiße heute. Also Licht ist echt ein bisschen nervig irgendwie. Ich habe meine kleine Mini-PC-Softwarelösung und ich glaube, ich muss mir nochmal Zeit nehmen, um diese, so ein richtig einfaches, easy-peasy kleines Setup zu programmieren. Weil ich habe jetzt vorhin so viel rummachen müssen, bis ich das zum Laufen gekriegt habe. Das war einfach... Ja, das hat mich viel Zeit gekostet und viel Nerven gekostet. Das Schöne hier heute Abend ist, hier habe ich schon gesehen, gibt es keine Rauchmelder. Das heißt, wir können die Nebelmaschine einsetzen und da freue ich mich richtig drauf. Ja, das war's erstmal. Achso, etwas, was ich schon immer wieder mal angesprochen habe. Ihr dürft gerne mal in die Kommentare schreiben, wie viel würdet ihr für so eine Veranstaltung nehmen? Also ich habe um 15.30 Uhr musste ich fertig sein mit Aufbau, um 16 Uhr war die Trauung, die ging ungefähr so eine 40 Minuten vielleicht. Und jetzt ist es, lass mich genau gucken, 20 vor 7. Und die Party soll gehen bis 3, glaube ich. Also von 21 Uhr ab spiele ich ein bisschen DJ und mache Partymusik. Und jetzt im Moment habe ich den Techniker-Stundensatz. Anlage, na, zwei 10 Zoll Tops, ein 12 Zoll Subwoofer, 4 Lampen, 2 Lichteffekte, nichts Großes eigentlich. Funkmikrofon habe ich dabei. Genau, also ich habe die Trauung betreut und ich betreue jetzt heute Abend die Musik. Könnt ihr mir reinschreiben in die Kommentare, was würdet ihr für so eine Veranstaltung nehmen? In diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Clip. So, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist 2.50 Uhr. Ich mache mich jetzt auf den Weg nach Hause und komme aber nicht drum herum, nochmal ein kleines Resümee zu ziehen. War das eine gute Party? Geht so, geht so. Ich fange mal am Anfang an. Der Nachmittag hier im Garten mit der kirchlichen Trauung, das war echt wunderschön. Es war toll. Bombenwetter, aber da war auch schon so ein kleiner Knackpunkt. Es war nämlich wirklich so warm. Also ich habe wirklich gemerkt bis zum Abendessen, ich habe ein bisschen Kopfschmerzen gekriegt. So Ansätze von einem Sonnenstich. Obwohl ich im Schatten gesessen habe. Also ich möchte nicht wissen, wie das dem einen oder anderen von den Gästen ergangen ist. Weil ich habe auch ein paar Herren mit Glatze gesehen, ohne Hut, ohne Mütze. Und das fand ich sportlich. Also da muss man einfach aufpassen. Ich habe hier extra vorhin noch im DM Sonnencreme und auch nochmal After Sun Lotion gekauft. Und ich glaube sogar die After Sun Lotion hat 4 Euro gekostet und die... andersrum. Die Sonnencreme hat 4 Euro gekostet und die After Sun Lotion 99 Cent oder so oder 95 Cent. Also ja, komische Preise. Gut, Nachmittag war okay, dann gab es ja diesen Sektempfang, das war auch wunderbar. Ich habe einfach meinen DJ-Tisch schon mal aufgebaut im Innenhof. Das war echt cool. Also das war schön, ne? Wunderbar. Ich hatte in der Zwischenzeit Zeit, innen aufzubauen. Und da haben sich allerdings so ein paar Probleme eingestellt, die mich Zeit gekostet haben, die mich Nerven gekostet haben. Mein Licht hat gar nicht funktioniert. Ich habe also wirklich alles Sound to Light laufen lassen. Woran lag's? Ich kann es nicht genau beschreiben. Also ich habe eine Szene gespeichert oder eine Location gespeichert, die heißt halt kleines Setup. Und das ist eigentlich programmiert für 4 Floorspots und 2 Lichteffekte. Und das hat gar nicht funktioniert. Ich hatte dann auch den Derby mit dabei und habe dann wirklich alles irgendwann abgestöpselt vom DMX und habe das alles über Sound to Light laufen lassen. Das war ziemlich frustrierend, hat mich auch viel Nerven gekostet. Also ich weiß nicht, ich konnte zwar alle Scheinwerfer einzeln ansteuern, aber die Chases haben nicht funktioniert. Frag mich nicht warum.
Das war das eine. Und das andere, ich hatte ja bei meiner Opera Live 210 einen neuen Hochtöner gekauft, aber das war nicht das Problem. Ich habe das Gefühl, dass das Verstärkermodul was abgekriegt, das Aktivmodul. Und es knarzt die ganz immer wieder mal, es knackt, manchmal fällt auch die Box einfach aus. Ich habe zwischendurch gedacht, es ist sowas wie ein Wackelkontakt an der Steckerplatine, aber ich glaube, das ist es nicht. Ich werde jetzt in den nächsten Tagen nochmal mit der Firma Triplex in Verbindung gehen, mich in Verbindung setzen, so heißt es. Und werde von denen einfach mal eine Meinung einfordern. Also ich glaube, dass das einfach das Verstärkermodul ersetzt werden muss. Jetzt ist natürlich die Frage, was kostet das Ding? Ehrlich gesagt, ich mag meine Boxen so gerne, dass ich sie nicht weggeben will. Also wenn eine Box kaputt ist, müsste ich mir eigentlich zwei neue kaufen, weil ich kann ja eine im Moment nicht ersetzen, weil die gibt es ja nicht mehr. Die gibt es nicht mehr, die Lautsprecher, wenn dann irgendwie überhaupt nochmal gebraucht. Und eigentlich bin ich kein Fan davon, wenn etwas einen leichten Schaden hat, komplett wegzuschmeißen. Ich bin eher der Typ, ich will es reparieren oder reparieren lassen. Weil es meistens günstiger ist, und man muss sich natürlich ein bisschen gucken, informieren und wo gibt es das Ersatzteil, wer kann mir das besorgen. Aber Triplex ist nun mal der Serviceanbieter für DB Technologies hier in Deutschland und der Herr Kressmann, der ist nett, der schreibt mir immer nette E-Mails und macht das mit den Angeboten ganz klasse, dass, wenn ich eine E-Mail hinschreibe, dann habe ich innerhalb von ein paar Stunden das Angebot und überweise dann das Geld oder mit der Rechnungsnummer oder mit der Angebotsnummer oder ich antworte ihm einfach in der E-Mail hier bestellt, ja, und Geld ist unterwegs oder solche Geschichten. Das läuft unkompliziert. Also ich bin mit Triplex super zufrieden, die haben mir bisher immer geholfen. So, das heißt aber auch, weil ich ja morgen wieder eine Veranstaltung habe, ich nehme nicht die 210 Live mit, sondern die 712DX, was natürlich schon mal vom Volumen her viel größer ist, viel mehr Leistung, gar keine Frage. Und ich bin eigentlich auch immer ein Freund davon, die Anlagen an das Publikum anzupassen. Also das waren jetzt zum Beispiel heute 65 Leute. Was soll ich da mit den großen Top-Teilen, die, ich glaube, 700 Watt pro Stück Program und aber 1400 in der Spitze bieten. Also das ist völlig überdimensioniert und das sieht dann auch einfach nicht mehr gut aus. Wenn du natürlich solche Top-Teile hast und dazu die beiden 15 Zoll Subwoofer, dann sieht das wieder anders aus. Aber ich pack jetzt morgen den Subwoofer aus, pack die beiden Top-Teile aus, pack dafür die 712DX ein und bin wieder cool. Was das Licht angeht, ich nehme einfach mein kleines Lichtmischpult mit, das DJ X16, programmiere mit 2, 3, 10 und dann ist gut. Also das läuft, das funktioniert. 2 Uhr 56, 2 erstmal nach Hause. Und was ich noch sagen wollte, schreibt doch mal in die Kommentare, wie viel würdet ihr für eine solche Veranstaltung wie das, was ich heute gemacht habe, wie viel würdet ihr nehmen? Ich habe natürlich einen Preis, den ich aber nicht verraten werde, aber ihr könnt euch ja mal überlegen, also wir sind 90 Kilometer von Frankfurt entfernt, in Marburg. Ich habe angefangen, wann war das denn? 15 Uhr mit der Trauung? Ne, 16 Uhr. Ich habe angefangen um 16 Uhr mit der Trauung. Vorher natürlich gepackt, aufgebaut, hergefahren und so weiter, alles. Dann ungefähr 40 Minuten Trauung. Dann Sektempfang unten im Innenhof. Also zweite Station. Und dann abends Hintergrundmusik mit Disco von 21 bis 2 Uhr. Wow. Könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr für so einen Abend berechnen würdet. In diesem Sinne, mein Name ist DJ Vincent aus Frankfurt. Ich wünsche euch allen eine ganz, ganz tolle Hochzeitssaison 2022. Bleibt gesund, verdient ordentliches Geld. Gute Nacht. Peace, y'all.